Jo, willkommen zurück. Da ich mir ja vor kurzem das Knie verletzt habe, möchte ich nun wieder mehr Vertrauen in mein Knie zurückgewinnen. Aber da ich in letzter Zeit auch sehr viel gearbeitet habe, brauche ich unbedingt mal wieder Urlaub. Und den mache ich am liebsten in den Bergen. Da ich aber in Leipzig wohne, habe ich ein ganz schönes Problem. Oder seht ihr hier irgendwo Berge? Richtig, ich auch nicht. Und deshalb habe ich mal einen Freund angehauen, der in der Nähe von Innsbruck wohnt. Jo, ich hoffe, dir geht's gut. Ich wollte mal fragen, ob ich vielleicht über Ostern vorbeikommen kann und wir ein paar Sessions fahren, weil ich halt echt übel Bock. Und da er dann auch zugesagt hat, saß ich ein paar Tage später schon im Zug nach Innsbruck. Am ersten Tag in Österreich sind wir zuerst mal in die Area 47 gegangen. Das ist so eine Halle, in der es ein großes Airbag gibt, wo ich auch erstmal ein bisschen Respekt vor hatte, weil Airbag nicht so nice fürs Knie ist. Aber nach ein bisschen dran gewöhnen ging es schon, nur der Kicker war echt super flach und darauf bin ich erstmal nicht klargekommen. Aber ja, es ging dann letztlich doch. Wir sind vielleicht 2 Stunden gefahren und dann haben Henrik und ich versucht, einen Flip-Whip to Bar zu machen. Und Henrik hat dann auch durchgezogen, ist aber umgeknickt und hat sich so seinen Fuß verletzt, dass er für den kompletten Trip raus war. Das war auf jeden Fall ultra kacke und tat mir halt übelst leid für ihn, aber ich habe mich eigentlich davon nicht so krass beirren lassen und trotzdem weitergemacht. Und als ich dann am nächsten Tag wieder in die Area 47 gegangen bin, sollte das wirklich ein sehr, sehr krasser Tag werden. Ahnung wie viel. Hast du dir gerade einen Schiller geholt? Jo. Yeah. Machst du trotzdem nochmal? Oh. Ja. Was sagst du, schafft er es? Ja, 50-50. Tja. 50-50. Weil ich auch gerade erst aus meiner Verletzung zurückgekommen bin, war eigentlich mein Hauptziel, egal ob auf dem oder neben dem Fahrrad, coole Erinnerungen zu schaffen, weil man ist nicht immer in den Bergen und für mich ist das ziemlich besonders. Aber seht einfach selbst. Also Wasser war so kalt. Seid ihr bereit? Yes. Samstag sollte ein Airbag-Contest stattfinden, das wusste ich erst gar nicht, aber das habe ich kurz bevor ich nach Österreich gefahren bin, dann von Henrik gesagt bekommen.
Aber als ich dann ankam, hat sich dann doch irgendwie so eine coole Energie entwickelt und ich hatte Bock, ein bisschen was zu senden. Sie sind qualifiziert. Ja, wow. Yes, man. Ey, ich hab wirklich no trolls. Oh, ja, schon. Nicht so Bock. Mir geht's ja, nicht. Wird schon. Ich mach entspannt. Nichts riskieren und trotzdem. Ja, ich fahr nicht auf. Mach Wind. Deine Safen Banger. Ja, ich mach meine Safen Banger. So, was geht im Finale? Ja, mal gucken. Sehen wir mal, was geht. Dreier Double Downy kann ich machen, ja. Ja, man, das ist sick. Wer erster seit lang. Ja, dann habe ich im Finale einen 360 Double Downy probiert und habe mich übelst auf den Kopf gepackt, auch wenn es vielleicht gar nicht so krass aussieht, aber danach war mir übelst schwindelig. Aber trotz dessen kann man jetzt sehen, sollte das Finale noch eine geile Wendung nehmen und dann habe ich noch richtig was rausgehauen. Nee, Spaß beiseite, ich habe absolut gar nichts geschissen bekommen. Also ich habe da dann eigentlich jeden Run gecrashed. Es war mir aber wirklich scheißegal. Es ging irgendwie allen so, also es hat fast niemand irgendwie tricksgeil gelandet. Aber ja, an alle, die gut waren und gut abgeschnitten haben, herzlichen Glückwunsch. Mir war es echt einfach nicht so wichtig. Ja, aber so viel eigentlich zu der Woche. Ich hatte dort eine richtig gute Zeit, deswegen bin ich nach Hause gefahren und hatte eigentlich mein Ziel erreicht, weil das war alles, was ich machen wollte. Und Bonuspunkt, echt coole Tricks gelernt, auf die ich auch sogar relativ stolz bin. Aber ja, die Videos, die ich mache, die sind immer relativ viel Aufwand. Deswegen wäre es sick, wenn ihr irgendwie, ich glaube, liken könntet oder so. Ich weiß gar nicht, was genau wirklich hilft. Letztlich ist es mir auch gar nicht so wichtig, dass die Videos übelst viel Aufmerksamkeit oder so bekommen. Aber das Wichtigste ist für mich, dass die Leute, die sich es anschauen, sollen es feiern. Deswegen, wenn es euch gefällt oder auch nicht, dann lasst es mich wissen, damit ich an meinen Videos arbeiten kann. Das macht mir nämlich riesen Spaß. Neben dem Fahrradfahren ist das echt mein größtes Hobby. Und ja, man sieht sich dann wahrscheinlich im nächsten Video. Zumindest hoffe ich das. Haut rein!